Thank you.
Вот. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Was sagst du zu einem heutigen Spiel? Ja, was soll ich sagen? Es war sag ich mal, zumindest war es für die Zuschauer sehr, sehr spannend. Im Endeffekt Fehler auf beiden Seiten, dass immer wieder Chancen aufgemacht worden sind und ja, schlussendlich haben sie halt wir zu wenig nutzen können. Und was erwartest du von weiteren Verlauf der Ligasaison? Ich meine, möglich ist in der Gruppe sicherlich alles. Alles nach der ersten Niederlage, sowohl nach oben als nach unten. Ich glaube, das ist eine sehr ausgeglichene Gruppe und von dem her muss man eh schauen, dass von Spiel zu Spiel, dass man sich da einfach nur steigert. Dann sage ich danke und alles Gute für eure weitere Saison. Danke. Ja, Horsti, was sagst du zu einem heutigen Start in die neue Staatsliga-Saison? Ja, es war ein schweres Spiel, aber sie ist ein starker Verein. Wir haben ein bisschen stark dagegen gehalten und es waren ein paar leichte Schuss, die wir nicht gemacht haben, aber im Gesamt gesehen war es eine Top-Partie. Bis zum letzten Schuss ist es gegangen und muss ich sagen, es war wirklich super, dass wir 7-3 gewonnen haben. Auswärts in Aarsee kann ich mir sicher sagen, dass da die anderen Gegner nicht so leicht werden haben. Und was sagst du zum nächsten Gegner zu Hause? Ja, Köflach-Stadt hat, habe ich jetzt gehört, auf dem letzten Schuss auswärts Edler geschlagen, das passt alles, da braucht man nichts reden. Wenn man auswärts Edler schlägt, ist es eine absolute Top-Mannschaft. Das heißt, wir müssen eine super Leistung bringen, aber mit unserem Publikum in unserem Haus, muss ich sagen, wird das absolut super werden. Ja, dann sage ich danke und alles Gute für das erste Heimspiel. Danke, danke, danke. Ja, super, dass du immer mitfährst, das ist super. Und unsere Fans, das ist natürlich ein Traum. Das war wirklich super. Drei Busse voll, muss ich sagen, mit 25 Leuten da herfahren. Super Stimmung. Danke, danke unseren Fans.